Während ich Online-Teaching hatte, habe ich immer wieder folgendes Phänomen beobachtet. Alles lief gut, alle haben mich gut gesehen, ich habe auch alle gut gesehen und auch alle gut verstanden. Doch dann, von einem auf den anderen Moment, plötzlich hat sich alles aufgehangen. Und ich sah nur noch Standbilder oder graue Kacheln. Deshalb habe ich mich gefragt, wieso schwanken die Qualität meiner Internetverbindung? Also wieso ist sie mal besser und mal schlechter? Da muss man unterscheiden in Faktoren, die nicht beeinflussbar sind und in welche die beeinflussbar sind. Fangen wir erstmal mit den nicht beeinflussbaren an. Zuerst einmal müsst ihr das Modell der Wasserflasche verstehen. Wenn ich zwei Gläser habe, die ich mit der Wasserflasche jeweils voll machen kann, dann kann ich vier natürlich nur halb voll machen. So ist das auch mit dem Breitband. Wenn ich allein in meiner Nachbarschaft bin, dann steht mir so gut wie das ganze Breitband zur Verfügung. Wenn jetzt aber natürlich noch wer dazukommt, nur noch die Hälfte und bei vier entsprechend nur noch ein Viertel. Angenommen, ich habe jetzt mein erstes Meeting um 7:45 Uhr, früh am Morgen. Dann werde ich eine ziemlich gute und stabile Internetverbindung haben, weil mir die Hälfte der ganzen Breitbandverbindung zur Verfügung steht. Aber wenn um 10:30 Uhr jetzt immer mehr Unternehmen auch noch anfangen, ihre Meetings zu halten, dann kann es passieren, dass es immer langsamer wird und mir hier in dem Beispiel nur noch ein Sechstel zur Verfügung steht. Dagegen hilft zum Beispiel, Meetings nicht immer zur halben Stunde oder zur vollen Stunde anzufangen, sondern um 10:32 Uhr und nicht um 10:30 Uhr. Der zweite Faktor ist mit einem Park vergleichbar. Wenn ich jetzt im Herbst in einen Park gehe, dann wird er ziemlich leer sein. Also er wird ziemlich viel Platz sein. Ich werde auf jeden Fall mich hinsetzen können. Aber im Hochsommer, vor allen Dingen durch 1,5 Meter Corona-Abstand, wird es schwer sein, überhaupt einen Platz zu finden. Angenommen, der Park ist jetzt ein Server. Über diesen Server laufen alle Zoom-Meetings weltweit, auch dieses hier gerade. Wenn jetzt nur wenige Leute gerade an einem Zoom-Meeting teilnehmen, dann wird der Server alles gut abarbeiten können und nicht überlastet sein. Aber wenn jetzt ganz viele teilnehmen, dann kann der Server abstürzen oder anfangen, noch sehr langsam beantworten. Woher weiß ich denn jetzt, ob mein Server langsam ist oder meine Internetverbindung einfach schlecht, mein Anbieter beispielsweise? Dafür könnt ihr bei downdetector.com nachgucken. Dort sind sehr viele Nutzer, die online immer hochladen, ob sie gerade Probleme haben. Wenn sehr viele in einer gleichen Region Gleiches erleben, dann ist es wahrscheinlich, dass ein Server abgestürzt ist oder Verbindungen kaputt. Screenshottet euch einfach kurz die Seite. Für das Dritte muss man Folgendes verstehen. Wenn ich von zu Hause auf einen Server auf der anderen Seite, auf einem anderen Kontinent zugreifen möchte, dann gerät das erst in eine Vermittlungszentrale. Das Signal wird von der Vermittlungszentrale unter dem Meer hin zu der auf dem anderen Kontinent geleitet. Dort wird das Signal weiterverarbeitet und an den jeweiligen Server oder dem anderen Betreiber sozusagen weitergeleitet. Wenn jetzt aber diese Adern sind aber natürlich sehr empfindlich. Es gibt unzählige von diesen sogenannten Seekabeln. Diese werden auch genannt fragile Adern des Internets. Der Grund dafür: Über diese Kabel läuft natürlich der globale Internetverkehr. Also alle Informationen, die ihr sozusagen hier eingibt an eurem Computer, werden über einer dieser Kabel laufen. Wenn jetzt ein Schiff beim Ankern ein so ein Kabel zerstört, dann kann es passieren, dass ganze Regionen kein Internet mehr haben. Das beispielsweise ist 2010 in Südafrika passiert. Die Folge: Südafrika war mehrere Tage offline. Das ist natürlich fatal für die Menschen und auch für die Wirtschaft. Es ist natürlich aber auch vom nachrichtendienstlichen Interesse, denn man kann alle Informationen einfach abfangen und speichern. Der dänische Militärgeheimdienst hat der NSA übrigens ermöglicht, den Zugang zu Seekabeln, die durch die Nordsee fließen. Dadurch konnten deutsche Spitzenpolitiker wie die Bundeskanzlerin unter anderem abgehört werden. Wenn ihr jetzt auf einen Server in Südamerika, zum Beispiel Brasilien, zugreifen wollt, dann ist es wahrscheinlich, dass diese Anfrage über Atlantis 2 läuft. Atlantis 2 ist ein eher altes Seekabel. Es hat eine Kapazität von gerade mal nur 3 Terabyte Sekunden. Das klingt jetzt viel, aber für Seekabel ist es nicht besonders viel. Wenn jetzt sehr viele Menschen gleichzeitig versuchen, dieses Kabel zu nutzen, dann kann es durchaus passieren, dass dieses Kabel sehr langsam nur noch funktionieren kann. Aber dies gehört eher zu den unwahrscheinlichen Varianten. Wenn ich jetzt natürlich wieder in einem Zoom-Meeting bin und alle gefreezed sind, bringt es mir natürlich jetzt nicht, dass ich weiß, was das Problem ist. Deshalb muss ich überlegen, was kann ich dagegen tun.
Bei mir haben vor allen Dingen folgende drei Sachen gut geholfen. Das erste natürlich, WLAN ausschalten auf Geräten, die ich gerade nicht benutze, beispielsweise das Handy oder das Tablet. Wenn ich jetzt immer noch keine Lösung habe, dann hat es bei mir sehr gut geholfen, einfach das WLAN einmal auszuschalten, einige Sekunden zu warten und wieder anzuschalten. Die dritte Möglichkeit ist, seinen Computer an ein LAN-Kabel anzuschließen. Viele von euch, die einen PC haben, werden das wahrscheinlich schon gemacht haben. Der Internetverkehr fließt dann nicht mehr über das WLAN, also per Wellen, sondern per Kabel direkt in einen Laptop rein. Das ist deutlich zuverlässiger und kann nicht beispielsweise durch Objekte gestört werden. Diese Investition kostet dann 5 € für 5 Meter. Wenn das aber alles nicht geholfen hat, dann habt ihr eigentlich noch eine Variante. Und das ist, den technischen Support zu informieren. Die großen Anbieter Telekom, Vodafone, 1&1 und O2, die haben alle Hotlines, wo ihr schnell anrufen könnt und bald einen Termin bekommen würdet. Das Problem ist nämlich, dass wenn eure Anlagen, also die zentralen Switches, kaputt sind oder sehr alt, dann ist es möglich, dass diese ausgetauscht werden müssen und das Problem gar nicht bei euch liegt, beim Server oder an alten Kabeln, sondern einfach nur beim Anbieter selbst. Ich hoffe, wenn ihr nächstes Mal wieder Probleme mit eurem Internet habt, dann erinnert ihr euch an diese Präsentation und das Internet wird viel schneller wieder auf dem alten, gewohnten Level sein und das Meeting ist flüssig, wie es gewohnt ist. Das war's.